die Zensurmaschinen kommen. Im Netz mitmachen, miteinander kommunizieren, uns austauschen, all das tun wir heutzutage über Uploads auf Internetplattformen. Wer diese Uploads einschränkt, der schränkt die Meinungsfreiheit ein. Doch genau das soll ein neues Gesetz auf Europaebene tun. Deshalb setzen wir uns im Europaparlament dagegen ein, und zwar fraktionsübergreifend. Die Europäische Kommission will, dass Uploadfilter alles das vorab kontrollieren, was du ins Internet hochlädst. Diese maschinelle Zensur soll Urheberrechte schützen. Das lehnen wir als unverhältnismäßig ab. Wir wissen aus Erfahrung, dass solche Filter regelmäßig Fehler machen und damit legale, geschützte Meinungsäußerungen unterdrückt werden. Wenn wir Konzernen oder Maschinen die Durchsetzung unserer Gesetze überlassen, dann bleiben Grundrechte und Rechtsstaatlichkeit auf der Strecke. Vor allem heißt das auch, dass mehr finanzielle und bürokratische Aufwände für Startups und kleine mittelständische Unternehmen existieren würden. Und das würde wiederum die Wettbewerbsfähigkeit im Bereich der Digitalisierung massiv stören. Im Koalitionsvertrag zwischen CDU und SPD werden Uploadfilter als unverhältnismäßig eingestuft. Das ist richtig. Aber hier in Brüssel setzt sich die Bundesregierung dafür ein. Zu Hause dagegen, hier dafür, das fördert eher EU-Skepsis und Politikverdrossenheit. Wir sagen Nein zu Uploadfiltern. Wir rufen die deutschen Verhandlerinnen und Verhandler in Parlament und Rat auf. Lass uns gemeinsam klare Position beziehen. Keine Zensurmaschinen im Internet. Teile dieses Video, wenn du das auch so siehst.